Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Sonntagmittag in Meppen. Rund 9000 gingen ins Stadion und keiner von ihnen ahnte, wie spektakulär es werden würde. Die Bayern besser, Freistoß Sink und Kern mit dem 0:1, 21. Minute. Kern traf schon gegen Waldhof, sein zweites Tor für die Bayern. Meppen wurde dann stärker. Der lange Ball landet bei Piosek. Und dann Undav mit einem tollen Seitfallzieher zum Ausgleich in der 31. Minute. Sechstes Tor für Meppens besten Schützen. Pausenstand 1:1. Das war erst der Anfang. Die erste große Geschichte. Neidhardt wollte Tankulic bringen und plötzlich merkten sie, sie hatten vergessen, ihn auf den Spielberichtsbogen zu schreiben. Durchgerutscht, zumindest gut, dass sie es noch merkten. Tankulic kam nicht, traurig trottete er weg. Bayern jetzt wacher. Köhn. Und da ist Richards, 2:1 für die Münchner in der 51. Minute. Das Tor durch den US-amerikanischen Innenverteidiger. Die Bayern also erneut in Führung. Entsprechend zufrieden Sebastian Hoeneß an der Seite. Und sie legten nach. Wieder über links, da Jaku und Sink, 3:1, 53. Sink, der Neuseeländer. Das 1:0 hatte er vorgelegt, das 3:1 machte er selber. Spiel entschieden, nicht in Meppen. In Meppen ist er Schluss, wenn Schluss ist. Jetzt legten sie zu. Balbert, Undav und da kommt Amin und rumpst ihn rein. Sie leben noch, 2:3, 74. Minute. Undav mit seiner schon 9. Vorlage. Spiel also wieder eng. Dann gab es Doppelgelb für Bayerns Zirkzee. Hier sein Foul gegen Kleinsorge. Und danach sein Griff ins Gesicht von Puttkammer. Und zwar hier. Hieß im Klartext Gelb und Gelb gleich Gelb-Rot in der 80. Minute. Und jetzt kommt ein Fußballfeuerwerk. Denn Joker Kleinsorge explodierte. Da ist er mit der 20. Kleinsorge zieht ihn rein. El Helve nimmt direkt Ausgleich. 3:3 in der 83. Minute. Wie in Halle. 2 Tore Rückstand hatten sie aufgeholt. Und das Ding war unhaltbar. Und jetzt all in. Wieder kommt der Kleinsorge. Da zischt er los. Wieder zieht er ihn scharf rein. Da ist Undav und Undav macht's. Doppelpack und Spiel gedreht. 85. Minute. Und da tanzen die Giganten. Aus 1:3 wird 4:3. Meppen macht's möglich. 2. Assist für Kleinsorge. Letzte Saison gegen Uerdingen haben sie auch in den letzten Minuten ein 0:2 zum Sieg gedreht. In der Nachspielzeit. Meppens Kapitän Leugers sah gelb-rot. Jetzt also 10 gegen 10. Und dann ging der Emsland-Irrsinn weiter. Bayerns Torwart Früchtl zur Ecke mit vorne. Das Tor ist leer. Da kommt der lange Ball. Kleinsorge Fritz los. Sink erspart sich die Notbremse. Und das Spektakel nimmt seinen Lauf. Kleinsorge als Joker. 2 Vorlagen und ein Tor. 5:3. Deckel drauf auf diesen Sonntagmittag. Fußball-Wahnsinn. Aus dem Spiel heraus habe ich das Gefühl gehabt, so 3-mal aufs Tor geschossen Bayern. Und die haben alle gesessen mit einer richtig guten Qualität. Aber wie wir uns zurückgekämpft haben, à la Bonheur, dieses Spiel gedreht haben, riesen Respekt an die Mannschaft und ich glaube, das ist der SV Meppen, den jeder sehen wird. Emsland-Ekstase, der SV Meppen spektakelt sich von 1:3 auf 5:3. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.